Da wären wir wieder. Hallo zusammen. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Lost Ark. Gameplay oder Shorty, weiß ich noch nicht. Hinter mir sehen wir einen Questgeber. Ich bin hier in Yharnam Großfeste und nachdem man der Abschlussbericht, die Hauptquest, die letzte Folge der Hauptquest abgeschlossen hat, tauchen hier einige neue Quests auf. Hier ist der Balto mit einer Quest, hier ist Mina. Und jetzt bin ich hier beim dritten, bei Ebentur, der legendäre Abenteurer. Gucken wir mal, was der von uns will. Hava glaubt mir einfach nicht. Ich habe ihm gesagt, dass ich eigenhändig 17 Monster im unvollendeten Garten besiegt habe und er verdreht nur die Augen und schüttelt den Kopf. Sowas passiert ständig im unvollendeten Garten. Du glaubst mir doch, oder? Das hier ist passiert. Ich habe neulich den unvollendeten Garten erkundet und diese riesige Fels und diese riesigen Felsmonster haben mich umzingelt. Ich war nur mit einer Spitzhacke bewaffnet. Ich konnte weder weglaufen noch mich verstecken und meine einzige Chance war der Kampf. Einen nach dem anderen zerschmetterte ich mit dem Rücken zur Klippe, bis meine Spitzhacke den Kopf verlor und ich nur noch ich übrig war übrig. Ja, nur noch ich war übrig geblieben. Oh. Okay, so 20.000 und ja, wieder Kampfgedöns nehmen wir und dann reden wir mal mit dem anderen hier. Er nennt sich selbst einen legendären Abenteurer, doch in meinen Augen ist er nichts als ein Prahlhans. Keiner kann nur mit einer Spitzhacke gegen 17 riesen Bergwerksfelsen kämpfen. Doch die Geschichte lässt sich ja ganz einfach überprüfen. Geh einfach in die Nachtschattengrube und schau, ob da wirklich eine Spitzhacke ohne Kopf herumliegt. Könntest du das wohl für uns beide tun? Niemand würde mir glauben, wenn ich ginge. Ich habe doch gesagt, dass ich ihm nicht glaube. Ja, machen wir. Gucken wir. Da müssen wir hin. Da haben wir einen Beampunkt. Zumindest könnte sich die ein oder andere Action daraus ergeben. Und aufs Viertel. Ist das Reservoir in Ordnung? Ah, da muss ich auch mal anfangen, diese sich öffnenden Chaosportale. So, jetzt ist die Frage. Muss mal kurz auf der Karte gucken. Ah, es ist unten. Okay. Ach, Quatsch. Escape. Ja, ist gut. Na. Und daneben. Und was sehen wir hier? Unter der Lore ist eine Tasche mit Hacken. Das geht zur Großfest und liefere den Spitzhackenstiel bei Havar ab. Okay. Der Uma ist wahrlich um. Wow, solche Beweise kann keiner fälschen. Der hat wirklich gegen all diese Monster mit einer Spitzhacke gekämpft. Das ist ja unglaublich. Soll das etwa heißen, dass er die Wahrheit gesagt hat, als er mir erzählte, dass er es im Zweikampf mit einem Shugo aufgenommen hat und die Invasion der Dämonen im Alleingang zurückgeschlagen hat? Er hat auch gesagt, das sei im Land der Versprechungen gewesen. Soll das etwa alles wahr sein? Okay, ich sehe schon, wohin das führt. Du hast meine Spitzhacke gefunden. Glaubst du mir jetzt, wo du den Beweis in den Händen hältst? Mein Kampf gegen den Shugo war keine Lüge. Ich habe auch Yharnam vor einer Invasion der Dämonen bewahrt. Ich hatte gar nicht vor, ins Land der Versprechungen zu reisen. Doch auch das ist passiert. Beweise? Lass uns wieder reden, wenn ich mich wieder
an alles erinnern kann. Okay. So. Das scheint zumindest erstmal zu stoppen. Guck mal, Land des Vergessens, der Versprechungen. Der Versprechungen. Nein, ich sehe keine Questgeber. Ich würde sagen, da muss wohl dann noch was anderes triggern. Dann war's für diese Folge das. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, Channel abonnieren. Und ansonsten einfach vorbeischauen in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut zusammen. Tschüss und bye bye. Und immer schön gesund bleiben. Ciao.